Willkommen zurück. Wir sind bereits in Teil 4 unserer Betrachtung der Kostenvergleichsrechnung. Wir haben gesehen, das Ermächtigungsinstrument bei der Kostenvergleichsrechnung, das Muster, was sich lohnt, sich einzuprägen, ist die Tabelle mit den Spalten als Alternativen und den Zeilen mit den fixen und den variablen Kosten plus eine Nebenrechnung, die man in der Regel vornimmt für die Abschreibung und die kalkulatorischen Zinsen. Jetzt gibt es eine Variante, nämlich die Kostenvergleichsrechnung in Abhängigkeit von der Leistung. Das ist eine Variante. Und zwar ist hier das Ermächtigungsinstrument das Koordinatenkreuz. In der Regel ist abhängig, die Leistung ist die Ausbringung, die Produktion, nennen wir es X. Ja, und hier haben wir die Kosten in Abhängigkeit von der produzierten Menge. Das heißt, hier wird genau 0 produziert, hier wird ein Stück produziert und so weiter. Das ist das Prinzip. Und wenn man nun eine Kostenvergleichsrechnung macht in Abhängigkeit von der Produktion, von der Ausbringung, von der Leistung, manchmal steht hier auch T in Abhängigkeit von der Zeit, dann sollte man zumindest vor seinem geistigen Auge eine Visualisierung machen und sich die in der Regel beiden Kostenfunktionen, die man hier hat, bildhaft vorstellen. Das Prinzip ist so, dass eine Kostenfunktion mit niedrigeren Fixkosten startet. Und dann, was jetzt kommt, ist die Steigung, das sind die variablen Kosten pro Stück. Das ist also die Kostenfunktion 1. Na, sollte man zumindest vor seinem geistigen Auge haben. Und dann gibt es die zweite Kostenfunktion, die mit höheren Fixkosten startet, aber eine niedrigere Steigung hat und tendenziell so verläuft. Und dementsprechend gibt es hier einen kritischen Wert. X-Krit. Und bis zu diesem kritischen Wert, nämlich bei der Produktion von genau hier, von 0 bis hier, ist die Kostenfunktion 1 die günstigere. Und ab, beziehungsweise rechts von diesem kritischen Wert, also hier, ab hier, ist die Kostenfunktion 2 das günstigere. Das ist in Abhängigkeit von der Leistung. Wenn ich, oder Ausbringung, ne? Wenn ich also eine Ausbringung habe, die in diesem Intervall liegt, dann ist Kostenfunktion 1 bzw. die Maschine, die durch Kostenfunktion 1 abgebildet wird, die richtige Maschine, ne? Diese Kostenfunktion 1 steht dann für die Maschine 1 und die Kostenfunktion 2 steht für die Maschine 2. Also wenn ich in diesem Intervall liege, was die Ausbringung angeht, ist Maschine 1 das Richtige. Wenn ich rechts von diesem Intervall bin, also rechts von X-Krit, dann ist Maschine 2 die richtige Alternative. Ja, und das ist Kostenvergleichsrechnung und Abhängigkeit von der Leistung. Das hier ist sozusagen die zeichnerische Lösung. Ja, die zeichnerische Lösung. Und man kann das natürlich auch rechnerisch machen, indem man beide Kostenfunktionen gleichsetzt. Ne? Zeichnerisch, also das kann man einmal auch in der Prüfung A zeichnerisch machen und B rechnerisch. Rechnerisch bedeutet, die beiden Kostenfunktionen gleichsetzen und nach x auflösen. Und dann hat man genau dieses x-Krit. Ja, und ich weiß nicht, ob ich solch noch einen Teil hinterher schieben und das nochmal vormachen. Vielleicht ganz gut. Ja, vielleicht mache ich das noch. Ja, das wäre dann Teil 5, wo ich nochmal diese rechnerische Lösung dieser Variante der Kostenvergleichsrechnung, ne, zeige. Also bei dieser Variante, wenn wir in Abhängigkeit von der Leistung sind, dann sollte man zumindest vor seinem geistigen Auge dieses Bild vor Augen haben. Und die Orientierung ist ganz einfach. Hier sind die niedrigeren Fixkosten von Kostenfunktion 1, ja, das heißt also k fix von 1, das ist das, was hier steht, k fix von Maschine 1 und hier ist k fix von 2. Der Wert ist größer, deswegen ist das hier auf der Ordinate, das Ding, das hier nach oben zeigt, ist die Ordinate, liegt es höher. Und dann, das hier ist die Steigung von der Maschine 1, von der Kostenfunktion von Maschine 1, die ist steiler als
die Steigung der Kostenfunktion 2. Das heißt, die variablen Kosten von Maschine 1 sind deutlich höher als die variablen Kosten von Maschine 2. Okay, ich lasse das Bild mal so und in Teil 5 gehe ich dann nochmal auf die rechnerische Lösung ein. Bis dahin. Für Prüfungstipps und Lernhilfen klicken Sie auf den Link unter diesem Video.